Jones. Man hoffte, du seist tot. Mr. Jones, Ihre Kreditkarte wurde abgelehnt. Oh. Wenn du ein Restaurant aufmachen willst, es gibt sicher ein Dutzend Leute, die dich tot sehen wollen. Das, was du mir in Paris angetan hast, ist vergessen. Wir waren wie Brüder. 3 Jahre ohne ein Wort. Was willst du? Ich will meine Küche zur Besten der Welt machen. Service! Ja, Chef! Ich hab jemanden. Sie weiß nicht, wie gut sie ist. Ich will dich bei mir. Arroganter Wichser. Der Sternekoch. Du hast einen guten Ruf. Dein Lamm ist fantastisch. Arbeitest du für mich? Ja. Machst du das auch umsonst? Ja, aber klar, ja. Kann ich bei dir pennen? Und er ist sicher berühmt? Er hat sich 2 Michelin-Sterne erkocht. Um nur 1 zu bekommen, musst du sein wie Luke Skywalker. Hast du ein nettes Kleid? Ich muss zu dieser Party. Du bist das einzige Mädchen, das ich kenne. Kriegst du den 3. Stern? Bist du Yoda? Tu so, als wärst du meine Freundin. Wäre ich deine Freundin, ging ich jetzt an deinem Arm. Wärst du meine Freundin, hätten wir uns im Taxi gestritten und würden jetzt kein Wort wechseln. Vielleicht ist er ja Darth Vader. Ich will das mit Paris wieder gut machen. Sold my soul to the calling. Was ist in Paris passiert? Ich wollte alles kontrollieren. Kochen bringt zum Ausdruck, wer wir sind. Mir schweben kulinarische Orgasmen vor. Schlag mich, wenn ich je in der Öffentlichkeit mit dir über Essen spreche. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Jedenfalls nicht allein. Du bist der Beste. Du musst uns andere dorthin führen, wohin wir sonst nicht kommen. Meine Tochter Lily hat Geburtstag. Mach einen Kuchen. Nein, kein Kuchen. Ein Sternekoch schafft doch wohl einen Kuchen, oder? Du bist das Ungeheuer, das immer schreit. Ja, aber ich backe tolle Kuchen. Gut? Ich hatte schon bessere. Ehrlich?